Am Anfang steht Karl Marx mit seinem Traum. Lenin macht daraus die Revolution in Russland. Stalin schmiedet sein Reich des Terrors. Maos Propaganda schickt ganz China auf den langen Marsch. Und der Guerillero Che Guevara wird zum Star einer ganzen Generation. Im 20. Jahrhundert wird fast die halbe Welt kommunistisch. Das führt zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dann, wie bei einem Spuk, ist plötzlich alles vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz über Millionen Tote und einen geplatzten Traum. Der Winterpalast in St. Petersburg ist am 25. Oktober 1917 der Schauplatz einer Zeitenwende. Im Namen des Kommunismus putschen sich die Bolschewiki in Russland an die Macht. Starregisseur Sergei Eisenstein inszeniert die Eroberung des Regierungssitzes 10 Jahre später in seinem Film Oktober zum Sturm auf den Winterpalast. Der Mythos von der großen sozialistischen Oktoberrevolution ist geboren. Die Bilder, die wir von den Ereignissen im Oktober kennen, ihre Mythisierung zu einer Massenbewegung durch den sowjetischen Film und die sowjetische Geschichtsschreibung, sind zweifellos eine wilde Übertreibung. Als sie den Film Oktober drehten, beschwerte sich einer der Männer, die dort im Palast angestellt waren, bei Eisenstein über das zerbrochene Porzellan und die Unordnung, die sie verursachten. Eure Leute haben sich viel besser benommen, als sie damals im Oktober das erste Mal hier waren. Jemand, der bei beiden Gelegenheiten dabei war, erlebte also die Dreharbeiten über den Sturm auf den Winterpalast deutlich zerstörerischer, als das Ereignis in Wirklichkeit war. In Wahrheit gelingt den Truppen der kommunistischen Bolschewiki ein nächtlicher Überraschungsangriff auf ein Gebäude, das kaum verteidigt wird. Gesteuert wird die militärische Aktion am Abend des 25. Oktober 1917 aus dem Smolny-Institut. In der ehemaligen Erziehungsanstalt für adelige Mädchen hat die Partei der Bolschewiki ihr Hauptquartier. Im Spielfilm sieht es nach einer geplanten Aktion aus. Doch bis zuletzt sind sich die Anhänger der kommunistischen Lehren von Karl Marx uneins. Sollen sie sich an einer demokratisch gewählten Regierung konkurrierender sozialistischer Parteien beteiligen oder die Macht im Handstreich übernehmen? In jener Nacht gelingt es einem Mann, den Lauf der Geschichte Russlands im Alleingang zu verändern. Wladimir Iljitsch Lenin nötigt das Zentralkomitee seiner Partei, endlich die Initiative zu ergreifen. Seit Jahrzehnten träumt der studierte Rechtsanwalt aus einer Kleinstadt an der Wolga von einer Revolution und sieht sich als Anführer einer Bewegung, die die Welt erobern soll. Er weiß genau, nur ein Putsch kann ihm den Weg ebnen zu einer Diktatur. Lenin wusste, je extremer er war, je deutlicher die von ihm aufgezeigte Alternative, je größer die von ihm angebotene Veränderung, je mehr einfache Lösungen er für sehr komplexe Probleme vorschlagen würde, desto einfacher würde es für ihn werden. Er wusste bereits, dass er möglicherweise nicht sehr lange leben würde und dass dies die eine Chance für ihn war. Er hatte alles dafür getan. Er konnte es sich nicht leisten, weiter zu warten. 7 Monate ist es her, seit Demonstranten mit der Februarrevolution den Zaren zum Abdanken gezwungen haben. Jetzt im Oktober macht ein Trupp bewaffneter Revolutionäre der jungen russischen Demokratie wieder ein Ende. Ihr Ziel? Die Verhaftung des Ministerpräsidenten und seiner provisorischen Regierung. Alexander Kerenski ist binnen kurzem vom Hoffnungsträger zum Feindbild geworden. Es ist ihm nicht gelungen, den Verlauf des Ersten Weltkriegs zugunsten Russlands zu ändern. Noch immer wird an allen Fronten gekämpft. Reformen lassen auf sich warten. Ironie der Geschichte: Kerenski stammt aus derselben Stadt wie sein Widersacher. Sein Vater war einer der Lehrer von Lenin. Der nutzt seine Chance, den verhassten Konkurrenten loszuwerden.
Lenin weiß nur zu gut, wie man die Macht in einem Vakuum an sich reißt. Niemand verteidigt Kerensky, der in einem gestohlenen Wagen der US-Botschaft geflohen ist, der kommunistischen Legende nach in einer Schwesterntracht. Der Feind wird also verweiblicht. Kerensky versucht, Soldaten zu seinem Schutz aufzutreiben, denn alles, was er hat, um den Winterpalast zu verteidigen, ist das Frauenbataillon des Todes, ein weibliches Freiwilligenkorps. Niemand stellt sich den Bolschewiki entgegen. In Eisensteins Film wird das Frauenbataillon als ein Häuflein verängstigter Mädchen dargestellt, das sich vor den heldenhaften Eroberern in den Räumen der ehemaligen Zarenresidenz versteckt. Tatsächlich handelt es sich um ausgebildete Soldatinnen, die sich freiwillig gemeldet haben und teilweise sogar Kampfeinsätze an der Front absolviert haben. Doch in jener Nacht sind die Frauen mit den kurzen Haaren weitgehend auf sich allein gestellt und können nichts gegen die Angreifer ausrichten. Die meisten aus dem zusammengewürfelten Haufen der Palastverteidiger sind schon vor dem Angriff der Revolutionäre hungrig und mutlos nach Hause gegangen. Außer dem Frauenbataillon befindet sich nur noch eine Handvoll Kadetten in dem Gebäude. Hätte ein militärisch schlagkräftiges Regiment bereitgestanden, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zur Besetzung des Winterpalastes gekommen, hätte es keine Machtübernahme der Bolschewiki gegeben und in einem großen Teil der Welt möglicherweise keine jahrzehntelange Herrschaft des Kommunismus. Am Abend des 25. Oktober 1917 haben sich in einem Saal der Zarenresidenz die Mitglieder der Regierung des geflüchteten Kerensky zu einer Kabinettssitzung versammelt. Für die hoffnungslosen Minister ohne Macht gibt es nicht mehr zu tun, als sich den Putschisten zu ergeben. Die Revolution ist kaum mehr als ein routinemäßiger Hausarrest. An den Geschehnissen nahmen nicht viele Leute teil. Aber um in dieser Situation die Macht zu ergreifen, brauchte es auch nicht viele. Nur eine organisierte militante Truppe. Und um den Mythos der Oktoberrevolution als Massenbewegung zu kreieren, brauchte man Propagandafilme von Leuten wie Eisenstein, um bei den Menschen im Rückblick die Vorstellung zu verankern, es habe sich um ein Massenereignis gehandelt. Auch um die Machtergreifung im Oktober zu legitimieren. Denn was die Bolschewiken mit ihrem Handstreich nicht erreicht hatten, war Legitimität. Die eigentliche Machtübernahme findet nicht im Winterpalast statt, sondern im großen Saal des Smolny-Instituts. Hier haben sich die Arbeiter- und Soldatenräte versammelt, als die Nachricht vom Sturm auf den Winterpalast eintrifft. Die Machtübernahme wird von den Menschewiki und den Sozialrevolutionären als Provokation aufgefasst. Sie wollen nichts mit diesem Putsch zu tun haben und verlassen den Sowjetkongress. Dieses Ereignis ist der Schlüsselmoment der sowjetischen Geschichte. Wie ein menschewistischer Chronist der Revolution es ausdrückt, wir überließen Lenin den Sowjet. Trotzki denunziert in seiner berühmten Rede die Menschewiki als Konterrevolutionäre, die die Machtübernahme verhindern wollen, und sagt ihnen, sie sollen sich hinscheren, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte. Entscheidenden Anteil am Erfolg der Revolution hat Lenins zweiter Mann, Leo Trotzki. Mit seiner nächtlichen Rede sprengt er den Rätekongress im Smolny. Zuvor ist er es gewesen, der Lenins Befehl zum Sturm auf den Winterpalast ausgeführt hat. Doch wie viele Anhänger der Bolschewiki waren tatsächlich an jenem 25. Oktober 1917 dabei? Offenbar waren an der Erstürmung nur wenige beteiligt. Es gab keinen Massenauflauf der Arbeiter. Trotzki selbst schätzt, dass sich etwa 25.000 Menschen rund um den Winterpalast aufhielten. Wahrscheinlich nahmen nur an die 100 an der eigentlichen Stürmung des Palastes teil, um die Mitglieder der provisorischen Regierung festzunehmen. Dann gab es wohl rote Patrouillen auf den umliegenden Straßen, aber insgesamt gesehen war es kein Massenereignis. Russische Wochenschauaufnahmen zeigen die Zarenresidenz am Tag danach. Schaulustige haben sich versammelt, um die Spuren der nächtlichen Aktion zu begutachten. Den meisten Russen ist zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, was Lenin und seine Bolschewiki vorhaben. Es geht erst einmal darum, die Macht wirklich in die Hände zu bekommen.
letztlich nur für sie allein, was auch die Partei eigentlich noch nicht versteht. Denn es gibt dann noch einen Sowjetkongress. Und Lenin sagt, nein, wir werden nicht abwarten, was dieser Sowjetkongress beschließt. Wir werden die Macht ergreifen. Und dann wird der Sowjetkongress uns folgen. Und so passiert es auch. Die anderen ziehen aus, eine Minderheit bleibt und dann wird die Sowjetmacht proklamiert. Das Smolny-Institut wird inzwischen schwer bewacht. Niemand soll die nächsten Schritte behindern. Noch in der Nacht haben die neuen Herren einen Aufruf an die Bürger Russlands veröffentlicht. Darin heißt es: Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die staatliche Gewalt ist in die Hände des Organs des Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten und des Militärischen Revolutionskomitees übergegangen. Die Sache, für die das Volk gekämpft hat, unverzüglicher Abschluss eines demokratischen Friedens, Abschaffung des Eigentumsrechts der Gutsbesitzer am Land, Arbeiterkontrolle über die Produktion, Schaffung einer Sowjetregierung, dies alles ist gesichert. Einen Tag nach dem Putsch lässt Lenin drei Dekrete verabschieden, die Russland grundlegend verändern sollen. In Eisensteins Spielfilm wird der Anführer der Revolution dafür bejubelt. All diese Abstimmungen, die dem Sowjet Macht bewilligen, Lenins Landdekret, das Friedensdekret, die Nationalisierung der Wirtschaft und dergleichen, sie alle werden verabschiedet. Nachdem also die anderen sozialistischen Parteien den Sowjet unter Protest verlassen haben, bleibt Lenin der Rest. Eine kleine radikale Minderheit, die den Sowjet kontrolliert und seine Machtübernahme absegnet. Da ihnen die Worte Regierung und Minister zu bürgerlich sind, nennen sich die neuen Machthaber Rat der Volkskommissare. Das riecht nach Revolution, meint Lenin. Die Dekrete werden in der Istvestia veröffentlicht, der Zeitung des Arbeiter- und Soldatenrats. Erste Konsequenzen folgen schnell. Die russischen Bauern stürmen die Landgüter der Adeligen. 1917 ließ Lenin in einem Dekret das Land an die Bauern verteilen. Das wollten die Bolschewiki vorher eigentlich nicht. Das führte aber dazu, dass er die Bauern als Kraft komplett neutralisierte. Er brachte sie nicht gegen sich auf. Das war erstmal ein kluger Schachzug. Er hatte die Bauern ruhig gestellt, aber er hatte keine Herrschaft im Dorf. Die Bauern wollten keinen Staat haben im Dorf. Und auch das Dekret über die Verstaatlichung der Industrien wird schnell in die Tat umgesetzt. Im ganzen Land übernehmen Arbeiterkomitees in den Fabriken das Kommando. Lenins Macht ist damit aber noch lange nicht gefestigt. Am 26. Oktober glaubt niemand ernsthaft, dass die Bolschewiken sich länger als ein paar Wochen halten können. Es gibt keine internationale Unterstützung in dieser Phase. Russland ist das wohl rückständigste Land Europas. Die Machtübernahme fand in der Annahme statt, das Beispiel Russlands werde zuerst und vor allem, das war den Bolschewiken wichtig, die revolutionären Bewegungen in Deutschland inspirieren. Sie glaubten, das würde den Krieg beenden. Trotzki ruft die Arbeiter aller Länder auf, sich gegen den Krieg zu vereinen. Ein gewagter Schritt, getan in der Annahme, die Revolution würde sich zügig internationalisieren. Lenin und Trotzki wollen die Weltrevolution. Ihr Kalkül, die Arbeiter und Soldaten in ganz Europa haben genug von Entbehrungen und Krieg. Die bolschewistische Revolution in Russland werde sie zu ähnlichen Aktionen in ihren Ländern inspirieren. In einer Reihe von Bürgerkriegen würden sich, so hoffen sie, die Arbeiter der Welt gegen ihre kriegerischen Regierungen vereinigen. Doch das bleibt zunächst Propaganda. Das Gemetzel an den Fronten geht weiter, schlimmer noch. Die Gefahr einer Invasion durch die Deutschen in Russland wächst von Tag zu Tag. In diesem Fall stünden die Bolschewiki ohne Armee da. Denn Millionen russische Soldaten nehmen das Dekret über den Frieden zum Anlass, die Waffen niederzulegen und nach Hause zurückzukehren. Schon am Tag nach dem kommunistischen Putsch hat der Rat der Volkskommissare die oppositionelle Presse verboten. Nur noch die offiziellen Verlautbarungen dürfen jetzt veröffentlicht werden. Und Lenin ist entschlossen, die Parteien, die seine Machtübernahme ablehnen, als Konterrevolutionäre zu brandmarken und zu vernichten.
Im Hauptquartier der deutschen Militärführung im belgischen Spa warten die Generäle des Kaisers auf Nachrichten aus Russland. Noch setzen sie ihre Hoffnungen auf Lenin und die Bolschewiki. Denn die sind die einzigen in Russland, die den Krieg sofort beenden wollen. Sobald an den Fronten im Osten Ruhe einkehrt, so das Kalkül der Deutschen, könnten sie mehr Truppen nach Westen verlegen, um die dort geplanten Großoffensiven zu unterstützen. Feldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff haben deshalb die Reise Lenins aus dem Exil in der Schweiz nach Russland erlaubt. Und mehr noch, die Rote Revolution monatelang mit hohen Geldbeträgen versorgt. 2 Tage nach Lenins Putsch fangen die Deutschen Funksprüche aus Russland ab und erfahren so von den Ereignissen. Die Petersburger Garnison und das Proletariat, heißt es in diesem Telegramm Ludendorffs nach Berlin, hat die Regierung Kerensky, die sich gegen die Revolution und gegen das Volk erhoben hat, gestürzt. Doch Kerensky, der aus der russischen Hauptstadt geflohene Ministerpräsident, gibt sich noch nicht geschlagen. Im Norden hat er 18 Kosakenkompanien aufgestellt, um den Bolschewiki die Macht wieder zu entreißen. Doch die Truppen haben keine Chance gegen die Soldaten der Bolschewiki. Wieder ist es nicht Lenin, sondern Trotzki, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Er sorgt für den Sieg über die Kerensky-Truppe im Süden der Hauptstadt. Die russische Wochenschau veröffentlicht Aufnahmen der siegreichen Roten Garden bei der Rückkehr aus der Schlacht. Noch sind die Roten Garden Lenins ein zusammengewürfelter Haufen von Parteiaktivisten und Sicherheitsleuten. Ihr Anführer, der Genosse Debenko, wird sogleich zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte ernannt. Alexander Kerensky flieht mit seinen Truppen nach Westen, um von dort aus den Widerstand zu organisieren. Nach der Niederlage gegen die Bolschewiki lebt er wochenlang in einem Versteck, bevor es ihm gelingt, Russland zu verlassen. Nach Jahren des Exils in Frankreich geht Kerensky in die USA, wo er 1962 in dem Dokumentarfilm Die Wahrheit über den Kommunismus auftritt. Der inzwischen 80-Jährige spricht die Zuschauer direkt auf Englisch an. The majority of this audience is too young to remember that this communist movement began in 1917 during the First War in my country, in Russia. I was in this time leader of this provisional government of Russia. Keep in your mind that Russian people was the first victim of the communist tyranny. In Smolny organisieren Lenin und seine Leute die Unterdrückung des Widerstands. Und so entsteht 1917 in Russland der kommunistische Polizeistaat. Eine außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage, kurz Tscheka, soll die Feinde der Revolution an der inneren Front vernichten. Man brauche in diesen Zeiten nicht Gerechtigkeit, heißt es auf der Gründungsversammlung, sondern müsse bis zum Ende kämpfen, auf Leben und Tod. Lenin selbst traut sich nur in bewaffneter Begleitung aus seinem Hauptquartier. Noch sind die Oppositionsparteien nicht zerschlagen und der Führer der Bolschewiki fürchtet um sein Leben. In seinem Büro in Smolny arbeitet er Tag und Nacht daran, seine Herrschaft zu sichern. Für den November sind landesweite Wahlen zu einer konstituierenden Versammlung angesetzt, die Lenin seiner Macht berauben könnte. Noch fehlt es den Bolschewiki an breiter Unterstützung aus der Bevölkerung und ihre Diktatur ist alles andere als gefestigt. Lenin will die ganze Macht für sich. Keine Koalition, stattdessen Alleinherrschaft. Die Revolution steuert in Richtung Terror. The Bolsheviks had very little
Die Bolschewiki verfügen nur über eine kleine Machtbasis. Sie haben nicht viel mehr als militärische Unterstützung in den großen Industriestädten und keinerlei Rückhalt von Seiten der Bauern und der nationalen Minderheiten. Sie haben keinerlei Kontrolle über die Infrastruktur. Die Eisenbahner treten unverzüglich in den Streik und verlangen, dass die Bolschewiki Gespräche aufnehmen, um mit den anderen sozialistischen Parteien eine Koalition zu bilden, den Menschewiki und den Sozialrevolutionären. Das müssen die Bolschewiki unterbinden. Sie errichten ein Terrorregime, verhaften alle Oppositionsführer, die sich gegen die Machtübernahme oder die Sowjetmacht wenden, und installieren eine Diktatur. Schon bald erhält die Cheka eine offizielle Lizenz zum Töten. Feindliche Agenten, Spekulanten, Plünderer, Raudis, konterrevolutionäre Agitatoren, deutsche Spione sind sofort am Ort des Verbrechens zu erschießen. Und in Lenins Augen ist jeder Gegner der Rätediktatur ein Konterrevolutionär. Ein bürgerlich-demokratisches Parlament erscheint ihm überflüssig. Doch er wagt es nicht, die anstehenden Wahlen abzusagen. Die russische Wochenschau veröffentlicht im November 1917 diese Bilder vom Wahlkampf. Trotz der vielfältigen Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Opposition erhalten die Bolschewiki nur 24% der Stimmen. Die Sozialrevolutionäre, die ihre Hauptbasis in der Bauernschaft haben, kommen auf 38%. Doch als die konstituierende Versammlung im Januar 1918 zusammentritt, wird sie binnen weniger Stunden von den Bolschewiki wieder aufgelöst. Gegen diesen erneuten Staatsstreich regt sich kaum Widerstand. Lenins Kalkül, die Bauern mit Landverteilung ruhig zu stellen, geht auf. Um ihre Machtbasis in den Städten zu erhalten, brauchen die Bolschewiki vor allem eines: Geld. Und das fließt weiterhin reichlich aus dem kaiserlichen Deutschland, wie schon vor der Oktoberrevolution. Im November 1917 stellt das Auswärtige Amt in Berlin erneut 15 Millionen Mark für politische Propaganda in Russland zur Verfügung. Lenin weiß, dass er im Gegenzug die Friedensbedingungen seiner Geldgeber akzeptieren muss. Und die sehen riesige Landgewinne und Einflusszonen für Deutschland vor. Die Deutschen gründen ihre Hoffnungen auf einen Siegfrieden einzig und allein auf den Revolutionsführer. Denn in den Reihen seiner Bolschewiki regt sich Widerstand gegen Lenins Kurs. Zu diesem Zeitpunkt beharrt die Mehrheit des Zentralkomitees der Bolschewiki noch felsenfest darauf, dass es keinen Friedensvertrag mit Deutschland geben dürfe, weil das die Revolution in den Schmutz ziehen und sie jeder Chance berauben würde, sich zu internationalisieren. Zudem wäre es ein Friedensvertrag mit einer imperialistischen Macht, nämlich Deutschland. Und die Linken innerhalb der Partei hofften stattdessen auf einen Revolutionskrieg gegen Deutschland. Die Mittel, die den Bolschewiki von unserer Seite dauernd zuflossen, freuen sich die deutschen Diplomaten im Dezember 1917, haben es ihnen ermöglicht, die anfänglich schmale Basis ihrer Partei stark zu verbreitern. Militärisch sind die russischen Truppen zu diesem Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs längst geschlagen. Lenin kann sich durchsetzen. Eine russische Delegation reist hinter die Front nach Brest-Litowsk, um mit den Deutschen zu verhandeln. Am 15. Dezember 1917 schließen Russland und Deutschland einen Waffenstillstand. An den Fronten kommt es zu Verbrüderungsszenen. Revolutionäre Aktionen der deutschen Arbeiter und Soldaten aber bleiben aus. Sie hatten keine diplomatische Strategie. Sie wollten nur Propaganda machen. Und schließlich wird Trotzki nach Brest-Litowsk geschickt für die Waffenstillstandsgespräche und später die Friedensverhandlungen mit den Deutschen, um Zeit zu schinden. Und im Dezember, Januar sind die Deutschen mit ihrer Geduld am Ende und sie durchschauen, was gespielt wird. Sie beginnen mit der inzwischen unabhängigen Ukraine einen Separatfrieden auszuhandeln. Das untergräbt die russische Position und legt den Bolschewiki die Daumenschrauben an. Die Hoffnung der Bolschewiki auf eine Revolution auch in Deutschland erweist sich als trügerisch. Während der Verhandlungen rücken die Truppen des Kaisers 240 Kilometer in Richtung der russischen Hauptstadt vor. Im März 1918 müssen die Russen Deutschlands weitreichende Forderungen akzeptieren.
Sie sprachen nie vom Separatfrieden, aber faktisch machten sie einen Separatfrieden. Was Lenin gar nicht so ungelegen war, weil die deutschen Truppen sich dann nach Westen wendeten. Wann dieser Weltkrieg enden würde, wusste ja immer noch keiner. Und für Lenin waren die Deutschen berechenbarer. Er hatte mit ihnen Kontakte, er ließ sich von ihnen weiter finanzieren. Er war bereit, letztlich in dieser Situation die deutsche Seite in dem Weltkrieg faktisch zu entlasten oder sogar zu unterstützen. Durch dann diesen Friedensschluss in Brest-Litovsk. Der natürlich ein deutsches Diktat war, ja, war er. Aber Lenin sagte, okay, akzeptieren wir. Und wir machen das Beste draus. Und das Beste, was er draus machen konnte, war, die eigene Macht in dieser Situation zu festigen. Die deutschen Bedingungen sind hart. Russland verliert 34% seiner Bevölkerung, 32% des Ackerbodens, 54% seiner Industriebetriebe und 89% seiner Kohlebergwerke. Die Bolschewiki müssen große Territorien im Westen aufgeben. Estland, Litauen und Polen erhalten ihre Unabhängigkeit und geraten unter deutschen Einfluss. Die russischen Truppen ziehen aus der Ukraine ab. Aber Lenins Revolution scheint gerettet. Doch kurz darauf sind die Deutschen alarmiert. In einem ganz geheimen Bericht heißt es, dass die Situation in Petersburg abermals prekär sei. Die Westmächte geben dort viel Geld aus, um die Gegner der Bolschewiki an die Macht zu bringen. An Deutschlands Westfront geht der Krieg weiter. Und Frankreich, Großbritannien und die USA wollen nicht hinnehmen, dass die Russen einfach so aus dem Ersten Weltkrieg aussteigen. Ihr Plan? Die Bolschewiki müssen nur weg. Dann wird Russland wieder in die Kriegsallianz zurückkehren. Zur Sicherung ihrer Interessen entsenden die Westmächte Truppen nach Russland und finanzieren die Opposition gegen die Bolschewiki. Zu deren erbitterten Feinden gehören auch ehemalige Generäle des Zaren, die in Südrussland ein Freiwilligenheer aufgestellt haben. Die sogenannten Weißen Garden wollen die Roten von der Macht vertreiben. Es ist der Beginn des russischen Bürgerkriegs. Aus Lenins Sicht eine notwendige Phase des Klassenkampfes, die es zu überwinden gilt. Die Deutschen dagegen sind nervös. Der Botschafter in Russland fragt sogar in Berlin nach, welche Fraktion man bei eventueller Unhaltbarkeit der Bolschewiki mit deutschen Geldmitteln zu unterstützen gedenke. Im Juni 1918 beziffert der deutsche Diplomat den monatlichen Finanzbedarf auf 3 Millionen Mark. Zu diesem Zeitpunkt erreichen die ersten 600 britischen Soldaten den russischen Hafen Murmansk im hohen Norden. Es folgen französische und amerikanische Truppenkontingente, die weitere Häfen besetzen. Lenin erklärt den sich anbahnenden Konflikt zur Fortsetzung der Revolution in einer neuen militärischen Form. Der zweite Mann der Bolschewiki, Leo Trotzki, ist inzwischen zum Kriegskommissar ernannt worden. Trotzki ist entschlossen, eine schlagkräftige Armee nach dem Vorbild des zaristischen Wehrpflichtheeres aufzustellen, um die Eindringlinge zu besiegen. Zunächst werden Fabrikarbeiter und Parteimitglieder einberufen. Gegen den Widerstand der Parteibasis setzt Trotzki schließlich auf die Massen russischer Bauern als Rückgrat der neuen Roten Armee. Doch wegen der bevorstehenden Ernte erscheinen zunächst nur 40.000 von 275.000 Rekruten zum Dienst. Die Bauern, die das Land bekommen hatten, fürchteten natürlich die Rückkehr der alten Verhältnisse, aber waren auch unter einer Art von Diktatur der Bolschewiki. Sie waren wie zwischen Baum und Borke. Das hieß aber, dass 85% der Bevölkerung Russlands im Grunde da hockte und guckte, wie sich die Dinge entwickeln. Oder, wenn sie nichts zu essen hatten, die jungen Burschen doch wieder zur neuen Roten Armee gingen. Da gab es zu essen und da konnte man vielleicht einen Sieg erringen. So schafften sie es tatsächlich, eine neue Armee aufzubauen, den Krieg in den Bürgerkrieg umzuwandeln, ihren Machtpol zu festigen, alle, die gegen sie standen in diesem Bürgerkrieg, als Agenten des Weltimperialismus zu brandmarken.
Also war jetzt jeder, der gegen das bolschewistische Regime rebellierte, einer, ob er es wusste oder nicht, im Dienst ausländischer Mächte. Lang lebe der Bürgerkrieg, verkündet Trotzki. Bürgerkrieg unseren Kindern, den Alten, den Arbeitern und der Roten Armee zuliebe. Bürgerkrieg im Namen des unmittelbaren und rücksichtslosen Kampfes gegen die Konterrevolution. Seit dem Thronverzicht im Februar 1917 stehen Zar Nikolaus II. Und seine Familie unter Hausarrest. Eigentlich sollen die Romanows ins Exil gehen, doch die königlichen Cousins in London und Berlin lehnen ab. Die Zarenfamilie wird nach Sibirien gebracht, weit weg von der Front und den Unruhen. Als Gerüchte aufkommen, es gebe eine Verschwörung zur Befreiung der Zarenfamilie, lassen die Bolschewiki die Romanows in einer Villa in Jekaterinburg internieren. Auf eine Rückkehr an die Macht kann Nikolaus auch angesichts des Bürgerkriegs kaum hoffen. Doch als Symbol des Widerstands gegen die bolschewistischen Machthaber taugt er allemal. So beschließt der Rat der Volkskommissare unter Lenins Vorsitz den Tod der Romanows. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 werden Nikolaus, seine Frau Alexandra und die 5 Kinder im Keller von einem Exekutionskommando erschossen. Die Gebeine der Familie werden schon 1979, zu Sowjetzeiten, in einem Waldstück bei Jekaterinburg entdeckt. Doch erst am 13. Juli 1991 dürfen die Skelette geborgen werden. Auch der Schädel des letzten Zaren wird eindeutig identifiziert. Nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk macht Lenin Moskau wieder zur Hauptstadt von Russland. Die Kommunisten residieren jetzt im Kreml. In der von hohen Mauern abgeschirmten Palastanlage der Zaren fühlen sie sich sicher vor inneren und äußeren Feinden. Und der Kreml ist seit jeher das Symbol für die Macht. Lenin, der selten in der Öffentlichkeit auftritt, lässt sich hier bei einem Spaziergang mit seinem Sekretär filmen. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sowjetherrschaft wieder einmal kurz vor dem Zusammenbruch. Wir sind eigentlich schon tot, meint Trotzki angesichts des Bürgerkriegs. Es fehlt nur noch jemand, der uns begräbt. In Gesprächen mit dem deutschen Botschafter verbirgt Lenin seine Nervosität und setzt auf weitere Hilfe aus Deutschland. Lenin glaubt im Allgemeinen felsenfest an seinen Stern, notiert der Diplomat aus Berlin, und bekennt sich immer wieder mit etwas aufdringlicher Weise zu schrankenlosestem Optimismus, wenn auch sein System noch unerschüttert dastehe, die Zahl der Angreifer doch zugenommen habe und die Situation gespanntere Aufmerksamkeit erfordere. In einem Museum südlich von Moskau ist das Arbeitszimmer Lenins aus dem Kreml zu sehen. Ende Juli 1918 entschließt der sich zu einem dramatischen Schritt. Er bittet die Deutschen um militärische Hilfe gegen seine Feinde im Inneren. Doch die Deutschen fordern im Gegenzug ein Durchfahrtsrecht für Militärtransporte. Deutsche Truppen in Petrograd hätten die Bolschewiki den letzten Rest des Vertrauens in der russischen Bevölkerung gekostet. So bleibt dem Anführer der Sowjetmacht nichts anderes übrig, als sich im Kreml zu verschanzen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Lenin war doch irgendwie der neue Zar, dass man ihn nicht sah, dass er dort in seinem Kreml saß. Er war ja fast unsichtbar für die Masse des Volkes. Macht ihn umso mehr zu sozusagen einer mythischen Gestalt, wie es der Zar, den die Bauern ja auch nie gesehen haben, für die Bauern auch war. Also sie schafften es, einen neuen Machtpol aufzubauen in einer Situation der völligen Zerrüttung des Landes, des Auseinanderfalls und, wenn man so will, auch tatsächlich der Bedrohung von außen, dass dieses russische Reich, wenn es auseinanderfiele, dann von verschiedenen, vor allem westlichen Mächten oder auch den Japanern, aufgeteilt würde und besetzt würde. Von allen Seiten dringen feindliche Truppen nach Russland vor. Im Norden sind Briten, Franzosen und Amerikaner auf dem Vormarsch. Eine Invasionsflotte der Japaner kreuzt vor der sibirischen Stadt Wladiwostok. Im Süden stoßen zarentreue Kosakenverbände vor. Im Kaukasus nähern sich Türken und Engländer den Ölfeldern von Baku.
Die Deutschen zweifeln an dem Zweckbündnis mit Lenin und versorgen auch dessen monarchistische Gegner mit Millionenbeträgen. Kaiser Wilhelm II. Ist für einen Kurswechsel. Es ist gefährlich, unser Los noch mit den sterbenden Bolschewiki zu vereinen, meint seine Majestät. Am 30. August 1918 will es das Schicksal, dass Lenin wieder einmal Glück im Unglück hat. Fanny Kaplan taucht vor einer Moskauer Fabrik auf, die Lenin im August 1918 besucht, und feuert zwei Schüsse auf ihn ab. Eine der Kugeln bleibt in seinem Hals stecken und Lenin scheint tödlich verwundet. Doch er erlebt eine sogleich propagandistisch ausgeschlachtete, wundersame Heilung. Die Cheka, die politische Polizei und die Propagandamaschinerie der Bolschewiki erklären Kaplan unverzüglich zu Agenten, die für die Briten und die Sozialrevolutionäre arbeite. Und dass daher der Widerstand im Inneren mit der Bedrohung von außen eng verbunden sei. In der Presse fordern die Bolschewiki Vergeltungsmaßnahmen für das Attentat. Sofort werden im ganzen Land tausende Russen von der Cheka verhaftet und gefoltert. Am selben Tag, als Fanny Kaplan auf Lenin schießt, wird in Petrograd ein Mitglied des Zentralkomitees der Bolschewiki auf offener Straße ermordet. Die Beerdigung von Mosej Uritski wird zur Demonstration für die Sowjetmacht. Im Gefängnis weigert sich Fanny Kaplan, Hintermänner oder Mitwisser des Anschlags zu nennen. Heute habe ich auf Lenin geschossen, sagt sie aus. Ich tat das nach eigener Entscheidung. Ich werde nicht sagen, von wem ich den Revolver bekommen habe. Ich hatte schon lange beschlossen, Lenin zu töten. Ich halte ihn für einen Verräter der Revolution. Die Cheka macht kurzen Prozess und erschießt sie. Nach dem Mordanschlag gerät praktisch jeder, den die Cheka damit in Verbindung bringen kann, oder gegen den sie über Informationen oder Denunziationen verfügt oder auch nur für Bourgeois hält, ins Visier. Denn wer ein Mitglied der Bourgeoisie ist, muss mit dieser Verschwörung sympathisieren. Das reicht, um sie zu kriminalisieren. All diese Leute werden verhaftet. Die Gefängnisse füllen sich. Hinrichtungen finden statt. Das sind keine rechtsstaatlichen Verfahren. Das sind Prozesse der politischen Polizei. Und es ist Terror. Eine Warnung an die Bevölkerung. Wenn du ein Mitglied der falschen politischen Klasse bist, dem Adel angehörst, der Bourgeoisie, dann bist du der Konspiration ebenso schuldig wie jeglicher Konterrevolution, die sich gegen die Sowjetmacht richtet. Für Kritik am roten Terror hat Lenin kein Verständnis. Er fragt: Wie soll eine Revolution ohne Exekutionskommandos funktionieren? Welche anderen Methoden der Abschreckung stehen uns denn sonst zur Verfügung? Gefängnisse? Wer misst dem während eines Bürgerkriegs schon Bedeutung bei? Deutsche Diplomaten berichten entsetzt nach Berlin. Erschießungen und Verhaftungen andauern in verstärktem Maße. Besitzende und intelligente Klassen vor Gewaltigungen jeder Art keinen Augenblick sicher. Zu diesem Zeitpunkt ist die unheilige Allianz zwischen den Deutschen und den Bolschewiki nicht mehr von Bedeutung. Alle Offensiven der kaiserlichen Militärführung an der Westfront sind gescheitert. Lenin hofft, dass jetzt endlich die deutschen Arbeiter gegen Krieg und Elend aufbegehren und die Revolution am besten gleich europaweit entfesseln. Lenin hat das ja formuliert schon im Ersten Weltkrieg. Wir verwandeln den Völkerkrieg in den Bürgerkrieg. Das klingt unglaublich martialisch, aber für manche der Zeitgenossen war das plausibel. Jetzt haben sich die Völker hier einige Jahre gegenseitig abgeschlachtet. Also das war ja die Vorstellung im Interesse der herrschenden Klasse und der Machthaber. Und jetzt drehen wir die Gewehre um. Für die verdammten Preußen und Großkapitalisten halte ich meinen Schädel nicht mehr hin, schreibt ein deutscher Soldat nach Hause. Es ist völlig klar, dass nach dem Oktoberumsturz die führenden Leute der Bolschewiki fest überzeugt waren, wenn nicht die Revolution sich fortsetzt, vor allem nach Deutschland, sind sie verloren. Entweder werden sie geschlagen werden, erdrückt werden, oder der revolutionäre Prozess wird entarten.
In Berlin herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm. Doch Berichte über Befehlsverweigerungen und Fahnenflucht häufen sich. Im Reichstag haben die Sozialdemokraten keine Macht. Doch sie machen jetzt Front gegen die Fortführung des sinnlosen Krieges. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann spricht in einer Rede aus, was viele denken. Wir verzichten auf die Fortsetzung dieses Krieges. Wir verzichten auf hunderttausende Tote und hunderttausend Rüppel. Wir verzichten auf tägliche Lasten von 100 Millionen. Wir verzichten auf die weitere Verwüstung Europas. Wir verzichten aber auf kein Stück deutschen Landes und kein Stück deutschen Gutes. Wir verzichten nicht darauf, dass das deutsche Volk als ein freies Volk aus diesem entsetzlichen Kriege hervorgeht. Angesichts der aussichtslosen Kriegslage sind Kaiser Wilhelm II. Und seine Militärs inzwischen zu Zugeständnissen bereit. Eine Reform von oben müsse der Revolution von unten zuvorkommen. Der Reichstag soll eine Regierung bilden. Philipp Scheidemann wird Staatssekretär und so das erste sozialdemokratische Kabinettsmitglied in Deutschland. Und Scheidemann setzt jetzt die Freilassung eines seiner schärfsten Kritiker durch. Als Vertreter des linken Flügels der SPD hat Karl Liebknecht seine Zustimmung zu Kriegskrediten verweigert und ist wegen Hochverrats verurteilt worden. Liebknecht will von parlamentarischer Demokratie nichts mehr wissen und sammelt radikale Kräfte im Spartakusbund für eine Revolution nach russischem Vorbild. Seine wichtigste Mitstreiterin Rosa Luxemburg muss weiter im Gefängnis bleiben. Dort schreibt sie ein Buch, das wegen seines Inhalts erst nach ihrem Tod veröffentlicht wird. Die russische Revolution ist eine Abrechnung mit der politischen Linie Lenins. Rosa Luxemburg hat sehr sensibel auch schon wahrgenommen, wo in der russischen Revolution, in dem, was sich danach entwickelte, wo da ganz gefährliche Tendenzen waren. Und das wollte sie natürlich nicht. Sie wollte nicht, dass im Namen des Sozialismus irgendwann eine Diktatur entsteht, möglicherweise dann eben, wie es ja auch stattgefunden hat, Menschen ermordet werden. Und davor hatte sie, glaube ich, auch wirklich Angst, dass das völlig aus dem Ruder gerät und dass dann über Menschenleben auch hinweggegangen wird von Seiten derer, die sich eigentlich die Menschheitsideale auf die Fahne schreiben. Das wollte sie nicht und da hat sie gewarnt. Sie schreibt, Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Ihrem Ziel einer sozialistischen Revolution bleibt sie weiterhin treu. Anfang November 1918 sieht es so aus, als würden Rosa Luxemburgs Träume wahr. In vielen deutschen Städten übernehmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Widerstandslos bricht die alte Ordnung zusammen. Angesichts der Lage im Reich und an den Fronten bittet die kaiserliche Militärführung um einen Waffenstillstand. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Die Räte verlangen die Abdankung des Kaisers. Deutschland soll Republik werden. Alle hoffen auf eine friedliche Lösung. Am 6. November 1918 formuliert der Arbeiter- und Soldatenrat im Mitteilungsblatt Rote Fahne seine Forderungen. Und die sind radikal. Sofortiger Waffenstillstand und Abschluss des Friedens. Abdankung aller Dynastien, Auflösung des Reichstags. Banken und Industrien sind zugunsten des Proletariats zu enteignen. Festsetzung von Mindestlöhnen durch Arbeiterausschüsse. Die deutsche Arbeiterbewegung steht am Scheideweg. Revolution wie in Russland oder Republik mit parlamentarischer Demokratie. Am 9. November erreicht die Revolution die Hauptstadt. Die Arbeiter treten in einen Generalstreik. Soldaten solidarisieren sich mit ihnen. Demonstrationszüge ziehen zum Regierungsviertel. Auf dem Brandenburger Tor wird die rote Fahne gehisst. Berlin ist ein Pulverfass. Steht Deutschland am Rande eines Bürgerkriegs wie in Russland? Wird sich Lenins Hoffnung auf die Weltrevolution erfüllen? Oder setzen sich die gemäßigten Kräfte durch? In den Schicksalstagen von Berlin scheint alles möglich.